Mini-Metro heißt das Spiel, was ich euch heute vorstellen möchte. Herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Erschienen ist es am 11.8., wenn mich nicht alles täuscht. Es ist noch in der Entwicklung. Das heißt, ihr kennt es ja von vielen Spielen wie Prison Architect, dass ihr quasi zahlt, dürft schon von der Alpha hinweg spielen und wenn es dann endgültig fertig ist, habt ihr es halt einfach trotzdem. Mini-Metro, ganz simpel gehaltenes Spiel, macht aber trotzdem Spaß. So, Ziel ist es, ihr könnt euch eine Map auswählen und müsst dann in dieser Stadt eine U-Bahn-Linie etablieren, die sich möglichst lange hält. So. Das hört sich erstmal langweilig an, sieht auch nicht allzu spektakulär aus, wie ihr hier sehen könnt. Aber es wird mit der Zeit doch recht anspruchsvoll, denn ihr verliert das Spiel, wenn eure Fahrgäste zu lange warten müssen. Dann seid ihr raus, zack. So, und da mit der Zeit immer mehr Stationen in der ganzen Stadt hinzukommen, immer mehr Passagiere, dann müsst ihr Krankenhäuser anschließen an eure Fahrlinien. Und ja, das macht schon ein bisschen kniffliger. Aber das macht auch den Reiz dieses Spiels aus. Also mir gefällt es bislang sehr gut. Ich habe noch nicht so viel mit zocken können. Aber ist ein ganz witziges Spielprinzip. Ja. Gut, jetzt kommt da oben eine weitere Station hinzu. Ihr seht, oben rechts läuft so eine Zeitanzeige. Dann jetzt einfach mal das Ding hier in der Mitte zu unserer zentralen Station, die alles miteinander verbindet. Wir können am Anfang drei Linien aufmachen. Zu der Uhr hier oben, die symbolisiert die Wochentage. Wenn eine Woche vorbei ist, kriegt ihr dann als Belohnung, dass ihr die Woche gemeistert habt, einen neuen Wagen, also so einen neuen Zugwagen. Könnt dann auswählen, ob ihr noch eine Brücke wollt, um einen Fluss zu überqueren oder lieber einen Waggon, um mehr Fahrgäste auf einer Linie zu transportieren. Das müsst ihr dann selber entscheiden, je nachdem, wie eure aktuelle Lage ist. So, ziehen wir die Linie mal ein bisschen um. Liegt ja direkt auf dem Weg. Ja, jetzt, bislang ist es hier noch nicht sehr spektakulär. Auch noch nicht so viel los. Wir sehen es hier unten rechts. 36 Fahrgäste haben wir bislang transportiert. Gleich ist auch die erste Woche rum. Und dann gibt es ein Geschenk. Ne, nicht Geschenk, aber eine kleine Belohnung dafür, dass die Woche halt rum ist. So, wir sehen es. Woche 2, wir haben eine neue Lokomotive. Die können wir dann auf einer neuen Linie fahren lassen, sofern wir das denn wollen. Hier sehen wir, wir haben noch zwei Brücken. Also möchte ich keine neue, sondern so einen Waggon. Davon haben wir keinen. Zack. Wählen den jetzt mal aus. So, hier unten. Ich habe keine Schienen mehr. Ach, Mist. Da müssen wir jetzt hier die Fahrlinie etwas ausweiten. So, und der Waggon, wo hänge ich den dran? Lila hat recht viel zu transportieren. Zack. Hat jetzt den Waggon gekriegt. Ab die Kirsche. Denn so kann ich mehr Fahrgäste aufnehmen. Und sorge nicht dafür, dass sie unzufrieden sind. So, wie machen wir das denn jetzt? Grün? Nee, das ist ein Umweg. Das ist... Nein! Nein! Scheiße. Okay, da habe ich mich jetzt verklickt. Da habe ich mir einen enormen Umweg hier reingebastelt. Verdammt. Das war so nicht geplant, aber egal. Vielleicht klappt es auch so. Notfalls habe ich ja noch eine Lokomotive in der Hinterhand und kann die hier bei Grün mit einsetzen, falls die eine, die hier sowieso schon fährt, es nicht mehr schafft. Dann fährt er an der Station vorbei. Oh, ja. Das ist jetzt auch schlecht. Ihr seht, ich habe keine Tunnel mehr, weil ich eben ganz schlau, wie ich bin, hier zwei Stück auf einmal verbraten habe. Das heißt, die Station kann ich jetzt nicht anschließen und werde sogar höchstwahrscheinlich
deswegen jetzt schon verlieren. Ja, wie gesagt, das Spiel sieht nicht sonderlich spektakulär aus, aber es gibt schon ein wenig Tiefgang hier drin. So, jetzt habe ich langsam Probleme. Ihr seht, hier pulsieren diese Dinger jetzt, hier auch schon die Stationen. Das deutet an, dass da Fahrgäste langsam aber sicher mal abgeholt werden möchten. Irgendwie nimmt es den hier überhaupt nicht mit, habe ich das Gefühl. Ja, weil es auch dran vorbeigefahren ist. Gut, neue Lokomotive. Das kann ich mir aussuchen. Ne, ich brauche Brücke. Brauch. So, jetzt muss ich das da verbinden. So. Bei grün fahren schon zwei Lokomotiven. So, das sieht doch jetzt schon besser aus. Aber die Linie ist ziemlich lang. Ich weiß nicht, ob ich da alle Gäste immer mitkriege. Gucken wir mal. Jetzt muss ich die noch mitnehmen. Ungünstig. Könnte jetzt auch noch meine dritte. Komm, ballern mal die dritte Lokomotive da noch rein. Ansonsten wird das ein bisschen eng, denn ich muss die Station hier auch noch irgendwie verbinden, habe ja keine Züge mehr. Sonst komme ich in Bedrängnis. Oh, oben rechts die Uhr sehen wir, es ist schon wieder Donnerstag. Nächste Woche bald geschafft. Das ist gut. Und hier bei Grün kommen leider immer mehr Stationen hinzu, die ich da leider einbinden muss, weil ich keine weitere Linie aufmachen darf. Kann. Obwohl ich gern. Oh. Ja, jetzt muss ich hier rüber auch noch. Sieht toll aus. Da muss man bestimmt auch nicht lang warten, wenn man von einem zum anderen Ende möchte. Aber deswegen, da setze ich ja drei Züge ein. Von daher hält sich das gerade noch in Grenzen, denke ich. Soll mal irgendwo anders so eine Station aufploppen? Oh, noch eine. Verdammt. Es geht noch, ist kein großer Umweg. Samstag und Sonntag jetzt. Jawohl. Gleich gibt es wieder einen neuen Zug. Das ist gut für uns. Also ihr seht schon hier auf der grünen Fahrtstrecke ist ordentlich. Kacke am Dampfen, neue Lokomotive und jetzt kann ich auswählen Brücke oder einen Waggon. Nehme ich einen Waggon und pack den hier bei Grün mit rein, denn da ist echt momentan sehr, sehr viel zu tun. Und jetzt hier oben haben wir Krankenhaus und oh ja, das kann ich sogar anbinden, sehr schön. Dann nehme ich nur einen Zug und pack den zu Rot mit rein, damit auch die Gäste alle zu den Krankenhäusern kommen, zum Krankenhaus so rum. Und wie ihr mittlerweile seht, hier an den einzelnen Stationen, es kommen immer mehr Gäste, langsam aber sicher. Jetzt muss ich hier schon wieder eine Station bei Grün mit anbinden. Alles andere als optimal, sieht auch nicht gerade schön aus, was ich hier bastel. Aber was will man machen? Andere Möglichkeiten habe ich gerade nicht. Anders geht's nicht. Und da kommt noch eine dazu. Jawohl, ja. Könnte ich sogar noch einen Zug für Grün gebrauchen. Ich glaube, lange hier an der Station, wo die Maus sich jetzt befindet, da ist sehr, sehr, sehr viel los. Ich glaube, das geht nicht mehr so lange gut. Der Zug ist auch schon voll hier, voll besetzt. Und jetzt seht ihr hier um die Station, ist so, zeichnet sich so ein grauer Kreis ab, der sich langsam füllt. Und das heißt, da ist ein Fahrgast, der schon sehr lange wartet und sehr, sehr unzufrieden ist. Und wenn sich dieser Kreis einmal gefüllt hat, dann ist das Spiel vorbei. Und wir müssen von vorne anfangen.
So, geht wieder los. Da kommt gerade eine neue Lok angedüst und nimmt den entsprechenden Gast zum Glück mit. Deswegen leert sich dieser Kreis wieder. Wir haben auch gleich wieder Montag. Sehr schön. Oh, da habe ich vergessen, eine Station anzubinden. Verdammt. Nicht gut, also gleich, ich sehe mein Ende schon bevorstehen. Ich muss hier einfach noch eine Lok und einen Wagen reinpacken, sonst schaffe ich es nicht. Aber es wird, glaube ich, auch so nichts. Dafür ist diese Station hier einfach viel zu voll. Viel zu voll. Und die anderen auch. Und da ist auch so voll. Oh mein Gott. Alle Linien sind richtig hoch. Und jetzt muss ich da noch eine anbinden. Alle Linien sind rappelvoll. Also ihr seht's, hier ist der Kreis gleich voll. Das heißt, ich habe verloren. Auch wenn das Spiel wirklich simpel gestrickt ist, es hat schon Tiefgang mit der Zeit. Also, man muss auf jeden Fall nachdenken. Game over. 30 Tage habe ich durchgehalten mit meiner Metro. Na gut, was will man machen? Also, ich werde auf jeden Fall weiter spielen. Macht wirklich, wirklich Bock, das zu zocken. Auch wenn es wirklich, ich wiederhole mich, aber es ist minimalistisch gehalten, aber macht echt richtig viel Spaß. Ich denke, ich werde euch dann nochmal die ein oder andere Folge von präsentieren. Kostet im Store 6,99 €, also kein großes Geld. Wie gesagt, es macht Spaß und ich werde mich da jetzt nochmal ein bisschen reinfuchsen. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch doch auch mal an. Abonniert meinen Channel, damit ihr keine Videos verpasst und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.